Warum denn? Hallo, liebe Kinder, Kinderinnen, Kinderinos, Kinder oben, Kinder unten, Kinder vorne, Kinder hinten, Kinder rechts, Kinder links, Kinder insgesamt und überhaupt. Mein Name ist Arbeitsbulli und es ist wieder Märchenstunde. Ist das nicht toll? Ja, denn wisst ihr, was toll ist, wenn man krank ist? Wenn man dann so von Fieberkrämpfen geschüttelt im Bett liegt und vor sich hin stirbt, draußen landen die Rettungshubschrauber, denn mit Männerschnupfen ist nicht zu spaßen, das wissen wir alle. Sitzt die Märchen Mathilda gerne am Bett und liest einem ein Märchen nach dem anderen vor. Und ab und zu, wenn man die Kraft noch aufbringen kann, hebt man einen Finger und stöhnt mit letzter Kraft und der letzten Luft, die noch in den verschleimten Lungen hängt. Tosca! Und dann nimmt sie das schön auf und dann kann man später eine Märchenstunde draus machen. Das ist doch toll. Deswegen sollte man öfter krank sein. Nee, lass das mit dem krank sein. Sie liest das auch so ganz gerne vor, hat sie gerade gesagt. Also würde ich sagen, wir fangen an. Mal wieder etwas von den verrückten Grimms, die ja, wie ihr alle wisst, mit einer Flasche Cognac die Lande auf und ab ritten, teilweise auch mit Kutschen. Ich glaube sogar Postkutschen. Ich weiß nicht, ob man sich damals eine Briefmarke auf die Stirn kleben musste. Ich hatte es mal erwähnt, man konnte früher in Amerika Kinder per Post verschicken. Fand ich eigentlich sehr gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, beim Märchen. Kommt, wir fangen einfach mal an. Hier ist das Märchen. Und die Mathilda fängt an zu lesen. Und wir hören zu und freuen uns darüber. Und wundern uns. Wahrscheinlich. Brüderchen und Schwesterchen. Brüderchen nahm sein Schwesterchen an der Hand und sprach, seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Die Stiefmutter schlägt uns alle Tage. Und wenn wir zu ihr kommen, stößt sie uns mit den Füßen fort. Die harten Brotkrusten, die übrig bleiben, sind unsere Speise, und dem Hündlein unter dem Tisch geht's besser, dem wirft sie doch manchmal einen guten Bissen zu. Also mir fällt auf, in diesem Märchenland, die Familienverhältnisse waren ja oft, sagen wir mal, sehr extrem. Besonders wenn eine Mutter tot war, die Stiefmutter war immer so ein richtiges Biest. Was stimmte damals mit den Vätern eigentlich nicht? Nehmt euch mal dieses Bild. Ihr habt 2, 3 Kinder, einen Ehepartner, der stirbt. Ihr sucht euch einen neuen Ehepartner. Da guckt ihr doch drauf, dass der dann auch gut zu den Kindern ist. Da nimmt man sich doch nicht einen Partner, der so ein Monster ist, die Kinder schlechter behandelt als der Hund. Also, okay, sie geht wenigstens mit dem Hund vernünftig um, das ist schon mal viel wert, aber man kann doch auch mal Kinder anständig behandeln. Man hätte natürlich auch den Kindern sagen können, ey, setzt euch einfach unter den Tisch und bellt, dann gibt's ab und zu auch mal einen Schnitzel. Aber gut, die Leute waren damals auch einfach gestrickt, also Tricks kamen die noch nicht. Dass Gott erbarm, wenn das unsere Mutter wüsste. Komm, wir wollen miteinander in die weite Welt gehen. Sie gingen den ganzen Tag über Wiesen, Felder und Steine. Und wenn es regnete, sprach das Schwesterchen, Gott und unsere Herzen, die weinen zusammen. Ja, ihr habt hoffentlich einen Regenschirm mitgebracht oder irgendwie Zelt oder so. Also, gab's da eigentlich noch kein Jugendamt, dass Kinder einfach so weggehen können? Werden die nicht vermisst? Fällt das nicht auf, wenn die irgendwo durch die Gegend laufen? Die werden doch auch von Passanten gesehen, die wundern sich doch, wenn da einfach so Kinder durch die Gegend laufen ohne Aufsicht. Was stimmt in diesem Märchenland nicht? Sind die Leute da alle komplett bescheuert? Abends kamen sie in einen großen Wald und waren so müde von Jammer, Hunger und dem langen Weg, dass sie sich in einen hohlen Baum setzten und einschliefen. Am anderen Morgen, als sie aufwachten, stand die Sonne schon hoch am Himmel und schien heiß in den Baum hinein. Da sprach das Brüderchen, Schwesterchen, mich dürstet, wenn ich ein Brünnlein wüsste, ich ging und tränk einmal, ich mein, ich hörte eins rauschen. Ja, Trinkwasser ist sehr wichtig, wenn ihr Survival macht im Wald, sorgt immer dafür, dass ihr eine Trinkwasserquelle habt, weil der Mensch kann lange ohne Essen auskommen, aber ohne Wasser nicht so lange. Das wissen wir ja, seit ein gewisser Profi uns das hinterm Rewe-Parkplatz alles vorgemacht hat. Brüderchen stand auf, nahm Schwesterchen an der Hand, und sie wollten das Brünnlein suchen. Die böse Stiefmutter aber war eine Hexe und hatte wohl gesehen, wie die beiden Kinder fortgegangen waren, war ihnen nachgeschlichen, heimlich, wie die Hexen schleichen,
und hatte alle Brunnen im Walde verwünscht. Wieso das denn? Wieso hat die keinen Besen? Die kann doch einfach fliegen. Und warum schleicht die dem nach, anstatt froh zu sein? Die Kinder sind aus dem Haus, juhu. Nee, da schleicht die dem nach und vergiftet noch sämtliche Brunnen im Wald. Weil die Kinder sind nicht die einzigen, die da trinken wollen. Da gibt's auch noch Tiere und Holzfäller und Jäger und Wanderer und... wer lebt denn noch alles im Wald? Der Waldschrat. Die sollten sich mal alle zusammentun und dieser Stiefmutter einen Besuch abstatten. Da könnte man ja mal so ein ernsthaftes Gespräch führen. Kann auch ein paar Dachlatten mitbringen. Ich denke, da kriegt man die schon wieder auf Spur, die Alte. Als sie nun ein Brünnlein fanden, das so glitzerig über die Steine sprang, wollte das Brüderchen daraus trinken, aber das Schwesterchen hörte, wie es im Rauschen sprach, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger, wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Ja, cool. Dann nimmt kräftig einen Schluck, werdet zum Tiger, und dann geht mal zurück zur Stiefmama und zeigt ihr, wo der Frosch die Locken hat. Thema erledigt, Märchen vorbei. Wunderbar, das war ein kurzes Video, oder? Da rief das Schwesterchen, ich bitte dich, Brüderchen, trink nicht, sonst wirst du ein wildes Tier und zerreißt mich. Ja, dann trink doch auch draus, du hohle Nuss. Also, meine Güte, ist sie doof. Die könnten eine Tiger-Dynastie im Wald aufmachen. Gut. Wäre jetzt natürlich ein bisschen ungünstig, weil es Geschwister sind, aber ich glaube, Tiger interessiert das nicht so großartig. Aber sie wären Tiger. Wie cool ist das denn? Man hätte Streifen. King of the Jungle und so. Das Brüderchen trank nicht, ob es gleich so großen Durst hatte, und sprach, ich will warten bis zur nächsten Quelle. Als sie zum zweiten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterchen, wie auch dieses sprach, wer aus mir trinkt, wird ein Wolf, wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Okay, das werde ich lassen, ihr wisst, im Märchenland Wölfe haben immer die Arschkarte. Also die kriegen immer richtig auf den Sack, die Armen. Also dann lieber ein Tiger. Da rief das Schwesterchen, Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Wolf und frisst mich. Das Brüderchen trank nicht und sprach, ich will warten, bis wir zur nächsten Quelle kommen, aber dann muss ich trinken, du magst sagen, was du willst, mein Durst ist gar zu groß. Frage, warum hat die Schwester eigentlich keinen Durst? Und als sie zum dritten Brünnlein kamen, hörte das Schwesterlein, wie es im Rauschen sprach, wer aus mir trinkt, wird ein Reh, wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Ja, und wer aus dem nächsten Brunnen trinkt, der wird ein Kontra. Das Schwesterchen sprach, ach Brüderchen, ich bitte dich, trink nicht, sonst wirst du ein Reh und läufst mir fort. Aber das Brüderchen hatte sich gleich beim Brünnlein niedergekniet, hinabgebeugt und von dem Wasser getrunken und wie die ersten Tropfen auf seine Lippen gekommen waren, lag es da als ein Rehkälbchen. Ach süß, aber so kleine Babyrehe sind auch süß, oder? Nun weinte das Schwesterchen über das arme verwünschte Brüderchen, und das Rehchen weinte auch und saß so traurig neben ihm. Da sprach das Mädchen endlich, sei still, liebes Rehchen, ich will dich ja nimmermehr verlassen. Dann band es sein goldenes Strumpfband ab und sett es dem Rehchen um den Hals, und rupfte Binsen und flocht ein weiches Seil daraus. Wozu ein Seil? Hat das Reh jetzt keinen Verstand mehr? Okay, es ist ein wildes Tier. Gut, aber die Frage bleibt, warum hat die Schwester keinen Durst? Daran band es das Tierchen und führte es weiter und ging immer tiefer in den Wald hinein. Und als sie lange, lange gegangen waren, kamen sie endlich an ein kleines Haus, und das Mädchen schaute hinein, und weil es leer war, dachte es, hier können wir bleiben und wohnen. Und die Frage nach der Wasserversorgung bleibt nach wie vor bestehen. Was machst du, wenn du Durst bekommst? Da suchte es dem Rehchen Laub und Moos zu einem weichen Lager, und jeden Morgen ging es aus und sammelte sich Wurzeln, Beeren und Nüsse, und für das Rehchen brachte es zartes Gras mit, das fraß es ihm aus der Hand, war vergnügt und spielte vor ihm herum. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Abends, wenn Schwesterchen müde war und sein Gebet gesagt hatte, legte es seinen Kopf auf den Rücken des Rehkälbchens, das war sein Kissen, darauf es sanft einschlief. Und hätte das Brüderchen nur seine menschliche Gestalt gehabt, es wäre ein herrliches Leben gewesen. Ja, also, das Bild wirkt schon idyllisch,
so schön in der Hütte schlafen, mit einem Reh als Kopfkissen. Die Frage bleibt nach wie vor bestehen, was ist mit dem Wasser? Also die Schwester muss irgendwann mal Durst bekommen. Das dauerte eine Zeit lang, dass sie so allein in der Wildnis waren. Es trug sich aber zu, dass der König des Landes eine große Jagd in dem Walde hielt. Da schallte das Hörnerblasen, Hundegebell und das lustige Geschrei der Jäger durch die Bäume. Das lustige Geschrei der Jäger. Haben die sich gegenseitig Witze erzählt? Also die müssen... Gut, gibt Leute, die sagen, auf einer Jagd sollte man eher leise sein, damit man die Tiere nicht verschreckt. Das war vielleicht so eine Treibjagd, wo man viel Lärm macht, damit die Tiere wegrennen. Allerdings sollten dann die Treiber den Lärm machen und die Jäger eher ruhig sein, damit das Wild in Richtung der Jäger getrieben wird. Aber okay. Wer bin ich, dass ich denen in ihren Job reinreden will? Und das Rehlein hörte es und wäre gar zu gern dabei gewesen. Bitte was? Wie kommt man auf die Idee, dass ein Reh Bock hat, bei einer Jagd mitzumachen? Rehe sind Beute. Die wollen von der Jagd weg, weil die haben keinen Bock, sich über den eigenen Haufen schießen zu lassen. Also, die Grimms hat so von Biologie auch herzlich wenig Ahnung gehabt, oder? Ach, sprach es zum Schwesterlein, lass mich hinaus in die Jagd, ich kann's nicht länger mehr aushalten. Das Reh kann sprechen. Okay, also wir haben jetzt einen Bruder, der im Körper eines Rehs ist, aber offenbar noch genug menschlichen Verstand hat, um sprechen zu können. Gut, jetzt von den biologischen Voraussetzungen überhaupt Sprache zu bilden, Sprechorgane, bla bla bla, mal ganz außen vor. Da wäre es doch auch kein Problem gewesen, wenn er sich in einen Tiger verwandelt. Ein Tiger mit menschlichem Verstand, was hätte der alles reißen können? Also jetzt im bildlichen Sinn reißen, nicht reißen im Sinn von reißen, den Wildtier was reißt. Also gut, ich schlief mir da natürlich, die hätte halt schon mal in handliche Streifen schneiden können, das hätte mich jetzt persönlich nicht gestört. Aber das wäre doch cool gewesen. Die hätten als Siegfried und Roy auftreten können. In Las Vegas. Na, Mensch. Und bat so lange, bis es einwilligte. Aber, sprach es zu ihm, komm mir ja abends wieder. Vor den wilden Jägern schließe ich mein Türlein, und damit ich dich kenne, so klopf und sprich, mein Schwesterlein, lass mich herein, und... Genau, das ist wichtig, dass man so einen Code hat, denn wenn ein Reh an die Tür klopft, könnte es ja auch ein Jäger sein. Gut, sagen wir mal, die Schwester hat jetzt schon über einen längeren Zeitraum nichts getrunken, das Gehirn ist ausgetrocknet, da feuern die Synapsen dann auch nur noch auf Standgas, also die ist auch nicht mehr ganz... Ganz gesund oben drin. Wenn du nicht so sprichst, so schließe ich mein Türlein nicht auf. Nun sprang das Rehchen hinaus und war ihm so wohl und war so lustig in freier Luft. Der König und seine Jäger sahen das schöne Tier und setzten ihm nach, aber sie konnten es nicht einholen. Und wenn sie meinten, sie hätten es gewiss, da sprang es über das Gebüsch weg und war verschwunden. Ja, denn Rehe haben unfassbar viel Spaß an der Jagd, das wissen wir ja schon. So in freier Wildbahn haben Rehe ja eigentlich nichts anderes den ganzen Tag zu tun, als drauf zu warten, bis endlich mal Jäger kommen, die sie umbringen wollen, um die dann so richtig zu trollen. Die rennen dann vor denen her und immer, wenn der Jäger nah dran ist, sagen sie, haha, doch nicht, und hüpfen über ein Gebüsch und dann sind sie weg. Macht denen einen Heidenspaß, lasst euch da nichts einreden. Als es dunkel ward, lief es zu dem Häuschen, klopfte und sprach, mein Schwesterlein, lass mich herein. Da ward ihm die kleine Tür aufgetan. Es sprang hinein und ruhte sich die ganze Nacht auf seinem weichen Lager aus. Am anderen Morgen ging die Jagd von Neuem an, und als das Rehlein wieder das Hifthorn hörte und das Ho, Ho. Der Jäger, da hatte es keine Ruhe, und sprach, Schwesterchen, mach mir auf, ich muss hinaus. Das Schwesterchen öffnete ihm die Tür und sprach, aber zu Abend musst du wieder da sein und dein Sprüchlein sagen. Ja, denn es wäre ja auch zu kompliziert, einfach mal aus dem Fenster zu gucken, wenn's klopft. Als der König und seine Jäger das Rehlein mit dem goldenen Halsband wieder sahen, jagten sie ihm alle nach, aber es war ihnen zu schnell und behend. Der König und die Jäger sind aber auch ein bisschen doof. Also, wenn ich ein Reh sehe, ich habe das sogar tatsächlich mal erlebt, dass ich ein Reh mit einem Halsband gesehen habe. Da war ich so damals noch mit dem Hund Gassi.
Und plötzlich kam mir ein Reh entgegen mit Halsband, so einem reflektierenden. Also so ein Hund. Er kennt diese grünen reflektierenden Hundehalsbänder. Ich hatte da überhaupt keinen Bock, dem Reh hinterher zu rennen, weil ich mir sofort gedacht habe, aha, schau an, ein zahmes Reh. Das gehört da irgendwo hin, das wohnt bei jemandem. Das, abgesehen davon, dass ich sowieso nicht jage, weil kein Jagdschein und überhaupt. Aber wenn man ein Reh mit Halsband sieht, da denkt man sich doch, das gehört zu irgendjemandem. Das jagt man doch nicht. Du weißt auch nicht, wem das gehört. Vielleicht gehört's Robin Hood. Dann knallst du sein Lieblingsreh ab und dann hast du aber die Arschkarte, fragt bald den Sheriff von Nottingham. Das währte den ganzen Tag. Endlich aber hatten es die Jäger abends umzingelt und einer verwundete es ein wenig am Fuß, so dass es hinken musste und langsam fortlief. Da schlich ihm ein Jäger nach bis zu dem Häuschen und hörte, wie es rief, mein Schwesterlein, lass mich herein, und sah, dass die Tür ihm aufgetan und alsbald wieder zugeschlossen ward. Der Jäger behielt das alles wohl im Sinn, ging zum König und erzählte ihm, was er gesehen und gehört hatte. Da sprach der König, morgen soll noch einmal gejagt werden. Okay. Also der Jäger findet das absolut nicht seltsam, dass das Reh zu einem Haus geht, anklopft, spricht und reingelassen wird, geht zum König, der findet das auch nicht seltsam, hat auch nicht die Vermutung, dass der Jäger vielleicht schon ein bisschen am Rum war und kommt auch nicht auf die Idee, dass das Reh vielleicht irgendwie was ganz Besonderes ist und man das vielleicht nicht jagen sollte. Ich meine, wir sind hier im Märchenland, da gibt's öfter mal Leute, die verzaubert werden. Das Reh könnte ein verzauberter König sein, der eine riesen Belohnung gibt, wenn man ihn erlöst. Nee, ist ein besonderes Reh, lass es uns killen. Juppidi, go for it. Also die Leute im Märchenland sind jetzt so... Ich komm nicht drüber, wie blöd die Leute im Märchenland sind. Das Schwesterchen aber erschrak gewaltig, als es sah, dass sein Rehkälbchen verwundet war. Es wusch ihm das Blut ab, legte Kräuter auf und sprach, geh auf dein Lager, lieb Rehchen, dass du wieder heil wirst. Die Wunde aber war so gering, dass das Rehchen am Morgen nichts mehr davon spürte. Oh, gute Selbstheilungskräfte. Und als es die Jagdlust wieder draußen hörte, sprach es, ich kann es nicht aushalten, ich muss dabei sein, sobald soll mich keiner kriegen. Ach, ja, lernen durch Schmerz nur ohne lernen. Junge, die hatten dich gestern schon fast. Naja, die Leute sind halt blöd. Das Schwesterchen weinte und sprach, nun werden sie dich töten, und ich bin hier allein im Wald und bin verlassen von aller Welt, ich lass dich nicht hinaus. Wie wär's denn, wenn du mitgehst? Wenn die Jäger ein Reh mit Halsband in Begleitung von einem Menschen sehen, dann schießen sie vielleicht nicht, sondern fangen dann mal an zu denken, dass es keine gute Idee sein könnte, das Reh abzumeucheln. Wäre das eine Überlegung wert? Und mal unter uns, vielleicht haben die Jäger auch was zu trinken dabei. Du hast seit längerer Zeit nichts mehr getrunken, weil du weißt ja, die Brunnen im Wald, die sind alle verwünscht. So sterb ich dir hier vor Betrübnis, antwortete das Rehchen, wenn ich das Hifthorn höre, so mein ich müsst aus den Schuhen springen. Du bist ein Reh, du trägst überhaupt keine Schuhe. Da konnte das Schwesterchen nicht anders und schloss ihm mit schwerem Herzen die Tür auf, und das Rehchen sprang gesund und fröhlich in den Wald. Als es der König erblickte, sprach er zu seinen Jägern, nun jagt ihm nach den ganzen Tag bis in die Nacht. Aber dass ihm keiner etwas zuleide tut. Ah, okay, also ganz blöd ist der König doch nicht. Immerhin, wenigstens einer, deswegen ist er König. Sobald die Sonne untergegangen war, sprach der König zum Jäger, nun komm und zeige mir das Waldhöschen. Das Waldhöschen? Also da steht Häuschen. Mathilda, naja gut, auch im Wald sollte man warme Unterwäsche tragen. Das ist klar, besonders im Winter. Wie schnell holt man sich eine Blasenentzündung? Und als er vor dem Türlein war, klopfte er an und rief, lieb Schwesterlein, lass mich herein. Da ging die Tür auf und der König trat herein, und da stand ein Mädchen, das war so schön, wie er noch keins gesehen hatte. Ja, und blöd, denn es konnte die Stimme des Königs nicht von dem des eigenen Bruders unterscheiden. Das Mädchen erschrak, als es sah, dass nicht sein Rehl ein, sondern ein Mann hereinkam, der eine goldene Krone auf dem Haupte hatte. Aber der König sah es freundlich an, reichte ihm die Hand und sprach, willst du mit mir gehen auf mein Schloss und meine liebe Frau sein?
Ach ja, antwortete das Mädchen, aber das Riechen muss auch mit, das verlasse ich nicht. Also die waren ja damals doch schon schnelle Entscheidungen. Jemanden sehen, sagen, ey, Bock zu heiraten, jo, alles klar, ab mit. So von wegen Aufgebot bestellen war damals gar nichts. Auch finde ich toll, man liest das ja immer, dass so in Adelskreisen, gerade in den höheren Adelskreisen bei Königen, da musste man dann genau aufpassen. Ja, der Thronfolger muss aber jemanden heiraten, der dem Stand entspricht, am besten noch aus einem anderen Land, damit sich da irgendwelche politischen Verbindungen knüpfen lassen und hast du nicht gesehen. Und Verträge und Friede und Bündnisse. Nö, einfach mal in den Wald gehen. Die erstbeste Schickse, die du in der Hütte siehst, sagen, ey, du heiraten mit. Passt. Super. Sprach der König, es soll bei dir bleiben, solange du lebst, soll ihm an nichts fehlen. Indem kam es hereingesprungen, da band es das Schwesterchen wieder an das Binsenseil, nahm es selbst in die Hand und ging mit ihm aus dem Waldhöschen fort. Warum nimmt ihr das Reh an die Leine? Es kann sprechen, es kann verstehen, was ihr sagt. Sagt ihm einfach, komm, wir wohnen ab jetzt beim König, da hast du einen Riesenpark, in dem kannst du den ganzen Tag hin und her rennen, ohne dass jemand versucht, dich umzubringen. Das ist viel besser als hier in diesem blöden Wald. Auf wir gehen. Warum muss man den an der Leine hinterher zerren? Der König nahm das schöne Mädchen auf sein Pferd und führte es in sein Schloss, wo die Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde, und war es nun die Frau Königin, und lebten sie lange Zeit vergnügt zusammen. Ja, und vor allem, jetzt gab's endlich mal was zu trinken. Das Rehlein ward gehegt und gepflegt und sprang in dem Schlossgarten herum. Siehste? Die böse Stiefmutter aber, um deren Willen die Kinder in die Welt hineingegangen waren, die meinte nicht anders. Als Schwesterchen wäre von den wilden Tieren im Walde zerrissen worden und Brüderchen als ein Rehkalb von den Jägern totgeschossen. Als sie nun hörte, dass sie so glücklich waren und es ihnen so wohl ging, da wurden Neid und Missgunst in ihrem Herzen rege und ließen ihr keine Ruhe, und sie hatte keinen anderen Gedanken, als wie sie die beiden doch noch ins Unglück bringen könnte. Das ist ja ein richtiges Herzchen, diese Stiefmutter, also... Hat die später mal als Ilse Kling in der Lindenstraße gearbeitet? Ihre rechte Tochter, die hässlich war wie die Nacht und nur ein Auge hatte, die machte ihr Vorwürfe und sprach, eine Königin zu werden. Das Glück hätte mir gebührt. Die hatte nur ein Auge. Okay, dann war sie vielleicht eine Prinzessin. Wir wissen ja von dieser Geschichte mit dem Froschkönig. Als sie die goldene Murmel in den Brunnen fallen ließ, hat sie einfach ihre Augen hinterhergeworfen. Vielleicht hatte die auch mal so eine goldene Murmel und hat halt nur ein Auge hinterhergeschmissen. Bevor sie das zweite nachgeworfen hat, hat sie gemerkt, ist eine blöde Idee. Sei nur still, sagte die Alte und sprach sie zufrieden, wenn's Zeit ist, will ich schon bei der Hand sein. Als nun die Zeit herangerückt war und die Königin ein schönes Knäblein zur Welt gebracht hatte und der König gerade auf der Jagd war, nahm die alte Hexe die Gestalt der Kammerfrau an, trat in die Stube, wo die Königin lag und sprach zu der Kranken, kommt, das Bad ist fertig, das wird euch wohltun und frische Kräfte geben, geschwind, ehe es kalt wird. Ihre Tochter war auch bei der Hand. Sie trugen nun die schwache Königin in die Badestube und legten sie in die Wanne, dann schlossen sie die Tür ab und liefen davon. In der Badestube aber hatten sie ein rechtes Höllenfeuer angemacht, das die schöne junge Königin bald ersticken musste. Das ist jetzt aber nicht die feine englische Art. Hat die keine Rauchmelder? Hat da niemand sonst aufgepasst in dem Schloss? Was? Hat die kein Personal, sag mal? Das ist ja wie bei dem anderen König, der selbst an die Tür gehen muss, wenn der Frosch kommt. Leute, ernsthaft, da muss doch mal ab und zu einer nachgucken. Als das vollbracht war, nahm die Alte ihre Tochter, setzte ihr eine Haube auf und legte sie ins Bett an der Königin Stelle. Sie gab ihr auch die Gestalt und das Ansehen der Königin, nur das verlorene Auge konnte sie ihr nicht wiedergeben. Damit es aber der König nicht merkte, musste sie sich auf die Seite legen, wo sie kein Auge hatte. Am Abend, als er heimkam und hörte, dass ihm ein Söhnlein geboren war, freute er sich herzlich und wollte ans Bett seiner lieben Frau gehen und sehen, was sie machte. Da rief die Alte geschwind, beileibe, lass die Vorhänge zu. Die Königin darf noch nicht ins Licht sehen und muss Ruhe haben. Der König ging zurück und wusste nicht, dass eine falsche Königin im Bette lag. Ja, denn wir wissen, wenn man
Frau, nachdem sie ein Kind bekommen hat, so früh dem Tag sich aussetzt, dann kann ihr ein Auge ausfallen. Hätte ich jetzt dem König erzählt. Ich glaube, der ist blöd genug, der hätte mir die Story abgekauft. Als es aber Mitternacht war und alles schlief, da sah die Kinderfrau, die in der Kinderstube neben der Wiege saß und alle... Ach, jetzt liest du Stube vor. Vorhin war es eine Stube. Ja, schau mal einer. Ja, Moment, da fällt mir was auf. Das war jetzt eine Kinderfrau. Okay, vorhin war es die Kammerfrau. Was ist eigentlich mit der echten Kammerfrau passiert? Und wo ist die Leiche von der echten Königin? Liegt die noch in der Badewanne und fängt jetzt an, vor sich hin zu müffeln? Allein noch wachte, wie die Tür aufging und die rechte Königin hereintrat. Was, die rechte Königin? Werden wir jetzt hier politisch oder was? Sie nahm das Kind aus der Wiege, legte es in ihren Arm und gab ihm zu trinken. Dann schüttelte sie ihm sein Kisschen, legte es wieder hinein und deckte es mit dem Deckbettchen zu. Sie vergaß aber auch das Riechen nicht, ging in die Ecke, wo es lag und streichelte ihm über den Rücken. Darauf ging sie ganz stillschweigend wieder zur Tür hinaus und die Kinderfrau fragte am anderen Morgen die Wächter, ob jemand während der Nacht ins Schloss gegangen wäre, aber sie antworteten, nein, wir haben niemand gesehen. Ja gut, auf die Wächter werde ich jetzt auch nicht so unbedingt hören. Die haben auch nicht gemerkt, dass da oben eine Königin im Badezimmer krepiert ist, die wahrscheinlich da immer noch drin liegt. Die haben auch nicht gemerkt, dass sich die Stiefmutter ins Schloss geschlichen hat, mitsamt ihrer Tochter, denen fällt doch gar nichts auf. So kam sie viele Nächte und sprach niemals ein Wort dabei. Die Kinderfrau sah sie immer, aber sie getraute sich nicht, jemand etwas davon zu sagen. Als nun so eine Zeit verflossen war. Was für eine Zeit? Was ist denn das für eine Formulierung, als nun so eine Zeit verflossen war? Da hob die Königin in der Nacht an zu reden und sprach. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Geh hin und guck nach. Nun komm ich noch zweimal und dann nimmermehr. Die Kinderfrau antwortete ihr nicht, aber als sie wieder verschwunden war, ging sie zum König und erzählte ihm alles. Sprach der König, ach Gott, was ist das? Ich will in der nächsten Nacht bei dem Kinde wachen. Abends ging er in die Kinderstube, aber um Mitternacht erschien die Königin wieder und sprach. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komm ich noch einmal und dann nimmermehr. Und pflegte dann des Kindes, wie sie gewöhnlich sett, ehe sie verschwand. Der König getraute sich nicht, sie anzureden, aber er wachte auch in der folgenden Nacht. Sie sprach abermals. Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr. Ja, also werde ich sagen, König, letzte Chance. Da konnte sich der König nicht zurückhalten, sprang zu ihr und sprach, du kannst niemand anders sein als meine liebe Frau. Ja, wer soll's denn sonst sein? Jetzt mal unter uns. Mein Kind, mein Reh. Wer soll's denn sein, die Abon-Beraterin oder was? Junge, denk doch mal mit. Setz mal die Krone ab, damit Luft ans Gehirn kommt und denk einfach mal mit. Da antwortete sie, ja, ich bin deine liebe Frau, und hatte in dem Augenblick durch Gottes Gnade das Leben wieder erhalten, war frisch, rot und gesund. Okay, jetzt stellt sich nochmal die Frage nach der Leiche, die ja nach wie vor im Badezimmer liegt, unentdeckt. Warum auch immer tagelang niemand ins Bad gegangen ist. Also, ich will mich jetzt nicht über die Hygiene der Königsfamilie auslassen, das würde zu tief gehen. Aber wir haben jetzt... die Leiche der Königin im Badezimmer, die lebende Königin bei den Kindern und die lebende Fake-Königin irgendwo. Jetzt wird's langsam kompliziert, oder? Darauf erzählte sie dem König den Frevel, den die böse Hexe und ihre Tochter an ihr verübt hatten. Der König ließ beide vor Gericht führen, und es ward ihnen das Urteil gesprochen. Ja, Bewährung wegen positiver Sozialprognose. Die Tochter ward in den Wald geführt, wo sie die wilden Tiere zerrissen. Aber auf Bewährung. Die Hexe aber ward ins Feuer gelegt und musste jammervoll verbrennen. Gut, das ist bei Hexen so Tradition. Die haben, glaube ich, einen hohen Heizwert, sind ja auch aus Holz, wissen wir, seit Monty Python. Und wie sie zu Asche verbrannt war, verwandelte sich das Rehkälbchen und erhielt seine menschliche Gestalt wieder, Schwesterchen und Brüderchen aber lebten glücklich zusammen bis an ihr Ende. Oh. Ja, endlich mal eins, das aufhört fast wie, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
das kennt man eigentlich von Märchen, dass ein Märchen immer so aufhört. Wir hatten aber noch keins mit dem Ende. Oder? Hatten wir schon eins? Also ich kann mich nicht dran erinnern. Also ich komme nicht drüber weg, wie doof die Leute im Märchenland sind. Das ist wirklich unglaublich. Und was ist jetzt eigentlich mit dem Wald? Sind die Brunnen noch verhext dort? Was passiert eigentlich, wenn ein Reh aus dem dritten Brunnen trinkt? Es ist ja schon ein Reh. Wird es dann zu einem Doppelreh? Und wenn ein Reh aus dem ersten, wird es dann zu so einer Mischung aus Reh und Tiger oder wird es komplett ein Tiger? Wie funktioniert das? Wo ist dieser Wald? Ich möchte da Feldstudien anstellen. Hat jemand eine Ahnung, wo der Wald ist? Da fahren wir mal hin, da treffen wir uns am Wochenende, würde ich sagen, wenn schönes Wetter ist. Jeder bringt noch ein paar Freunde und Haustiere mit und dann können wir da eine breit angelegte Studie machen, was genau passiert, wer verwandelt sich in was und kann man hinterher mit jeder Menge intelligenter Tiger, Wölfe und Rehe vielleicht in Las Vegas auftreten, unfassbar reich werden und sich hinterher eine Insel mit Hausbar kaufen. Das wäre doch mal ein Gemeinschaftsprojekt, oder? Das wäre eine schöne Kommune auf einer Südseeinsel mit Hausbar und sprechenden Tigern und Wölfen und Rehen. Das wäre toll. Daran sollten wir arbeiten. Haltet den Gedanken fest, bis ihr keinen Bock mehr drauf habt. Und ich verabschiede mich damit mit diesem wunderschönen Bild und sage, möge das mit euch sein. Und nehmt euch Wasser mit, wenn ihr in den Wald geht. Ihr wisst nie, ob eine Hexe irgendwelche Geschwister ärgern wollte.